Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist wieder einmal ein Fintech-Gründer, der in diesem Fall die Anlagewelt um die erste digitale Altersvorsorgelösung und aktuell um eine KI-basierte Entnahmestrategie bereichert hat. Und letzteres bietet er über seine Firma Three Place Development an. Hallo nach Leipzig und herzlich willkommen, Johannes Kappler. Hallo Luis, ich grüße dich. Grüße nach Göttingen. Ja, hallo Johannes. Freut mich, dass wir nach langem Anlauf uns hier mal zusammensetzen, um mal das Thema Altersvorsorge so ein bisschen aufzudröseln, aber durchaus in eine, ja, innovative, zeitgemäße Richtung. Das alles ist ja letztendlich auch nötig. Wenn wir einfach mal schauen, ins Altersvorsorgesystem, dann haben wir ja bekanntermaßen drei Säulen, ne? Die erste Säule, die gesetzliche Rente. Da dürfte dann so langsam jeder wissen, der sich damit auseinandersetzt, was die Stunde geschlagen hat, dass natürlich mathematisch das Ganze schwer zu halten sein wird in den Relationen, wie sie sind, wenn nicht ein Wunder passiert. Ja. Dann haben wir den großen Bereich mittlerweile der zweiten Säule. Das ist ja letztendlich alles, was wir so haben rund um Riester, Rürup, ja. Betriebliche Altersvorsorge, da habe ich so den Eindruck, das war so ein Thema, was die letzten Jahre viel an Fahrt gewonnen hat. Ich habe ja auch beruflich damit durchaus Berührungspunkte und bekomme immer wieder mal Angebote in die Richtung. Und was natürlich an den Angeboten, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil das betrifft ja dann auch das erste Fintech, was du mitgegründet hast. Genau. Woran letztendlich nämlich diese ganzen Angebot der zweiten Säule scheitern, egal ob jetzt vom großen bekannten Versicherern oder Banken, ist tatsächlich, dass die Kostenstruktur meistens so gestaltet ist, dass über die Jahre ein Großteil der Steuer- und Abgabenvorteile aufgezehrt wird. Und wenn man dann noch den Nachteil nimmt, der nachgelagerten Versteuerung und der Tatsache, dass ja dann auch ja letztendlich Abgaben gezahlt werden müssen, also hier vor allem die Krankenkasse auf diese Erträge, dann sieht die Rechnung ja doch ein bisschen nüchtern aus, nicht wahr? Ja, das stimmt. Also, du hast ja gerade angesprochen, Luis, also erste Schicht haben wir halt so die staatliche Altersvorsorge, staatliche gesetzliche Rentenversicherung und auch so Rürup spielt ja damit rein, ne? Hauptsächlich für die Selbstständigen. Das hat natürlich einen Vorteil. Man kann die ganzen Beiträge in der ersten Schicht absetzen von der Lohnabrechnung, ne? Also geht vom Brutto ab. Auch bei der Rürup kann man das steuerlich anrechnen lassen, hat aber meiner Meinung nach so die erste Schicht, ob jetzt gesetzlich oder privat, Rürup immer den Nachteil, dass man verpflichtet ist, eine Verrentung zu nehmen. Ne, das heißt, ich habe gar keine Wahl. Also wenn ich jetzt einen Rürup-Vertrag habe und habe da was angespart, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich eben genau aus diesem Versicherungsvertrag die Rentenfaktoren, die hinterlegt sind, nehme. Und bekommt dort dann halt eine Rente. Das nimmt mir komplette Flexibilität, da ich auch kein Geld rausnehmen kann. Kannst du noch kurz erwähnen, was ein Rentenfaktor ist? Ist vielleicht auch nicht Ah, jedem geläufig. ja, sorry, ich bin da auch zu tief drin. Ja, kein Thema. Dafür bin ich ja Ja. da. Also ein Rentenfaktor ist das ist ein Faktor, der sagt, also ich gehe jetzt mal aus, um es einfach zu erklären, zum Beispiel von vorgebundenen Rentenversicherungen. Ja, da ist immer ein sogenannter garantierter Rentenfaktor hinterlegt. Der sagt eigentlich, lieber Kunde, pro 10.000 Euro Guthaben, das du in Fonds angespart hast, bekommst du eine lebenslange Rente X ausbezahlt. Also das kann sein, dass der Rentenfaktor irgendwie, keine Ahnung, bei 30 liegt, was schon ziemlich hoch wäre. Ne? Und das heißt dann, der Kunde bekommt pro 10.000 Euro, das er verrenten lässt, bekommt er, bis er stirbt, dann 30 Euro Rente im Monat ausbezahlt. Gut. Wobei dann Ein natürlich die bisschen Versicherung gesteigert. selber nicht mehr in Fonds anlegt, sondern dann vermutlich in diesem berühmten Deckungsstock, den er Genau. verwaltet und der natürlich, und da sind wir ja schon bei der nächsten Krux, so angelegt werden muss, da gibt es ja auch regulatorische Vorgaben, ja, die Versicherer ja dazu zwingen, überwiegend in festverzinsliche oder meinetwegen auch variabel verzinsliche, relativ sichere Anlagen anzulegen, die aber nichts mehr abwerfen. Ja, das stimmt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile, nächstes Jahr wird es noch viel, viel schlimmer, da wieder eine Rechnungszinssenkung kommt auf 0,25. Ich bin mittlerweile kein großer Fan mehr von einer Verrentung von Versicherern tatsächlich. Eben weil man sehr, sehr konservativ anlegen muss in diesem Deckungsstock. Also die Versicherer wollen das ja teilweise selbst nicht, aber Solvency II verpflichtet sie dazu. Ja. Und das führt eben sogar dazu, dass lediglich, also ich habe gerade wieder Zahlen gesehen, knapp 10% aller Kunden, die wählen können, ob sie die Rente oder das Kapital aus einer Versicherung nehmen, nur 10% wählen überhaupt die Rente. Ja. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Versicherer so extrem konservativ kalkulieren müssen, dass die Kunden teilweise mindestens 92 Jahre und älter. Also ich habe da eine Recherche gemacht. Beim besten Anbieter aktuell am deutschen Markt gegen Sofortrenten muss der Kunde, wenn er die Rente nimmt, mindestens 90 Jahre alt werden, dass überhaupt mal 0 auf 0 rauskommt. Ne? Jetzt liegt aber, wenn du heute 65 bist, liegt deine durchschnittliche Lebenserwartung so bei, glaube ich, 82. Ja, beißt sich irgendwie, ne? Dilemma. So. Gut, aber ist klar, ich meine, die Versicherung, die muss natürlich den Johannes Heesters-Effekt mit einkalkulieren. Ja. Ne? Und klar, für dich als Versicherungsnehmer bleibt, ja, sag mal, der Mini-Vorteil, und darauf wird ja jetzt auch immer mehr abgezielt, dass gesagt wird, naja, das ist ja eine Absicherung, furchtbarer Begriff des Langlebigkeitsrisikos. Ja. Also die Tatsache, dass du auch sehr alt werden kannst und dass dann eben Kapitalstock aufgezehrt ist, dem entgegnet die Versicherung, weil sie sagt, naja, wir garantieren, zumindest solange wir als Versicherung bestehen und der Gesetzgeber uns nicht sonstige Lücken lässt, dass wir eben bis zu deinem Lebensende bezahlen. Wobei, und das ist eben der Punkt, der mich persönlich ja auch stören würde, also ich habe sowieso kein solches Produkt im Portfolio, dass ich ja spät ab dem Zeitpunkt, ja, wo ich im Prinzip die Fonds aus der Hand gebe und das Geld in den Versicherungs- oder in den Deckungsstock der Versicherung wandelt, ich habe ja keinerlei gestalterischen Spielraum mehr. Ich bin ja auf Gedeih und Verderb dem Unternehmen ausgeliefert. Da hast du tatsächlich recht, ja, so ist das. Ne? Ja. Aber ja, braucht man gar nicht mehr zu sagen, ist so. Genau. Und ihr habt ja dann eigentlich was ganz Interessantes und auch Intelligentes gemacht, wie ich finde, aber schon vor vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wann habt ihr die MyPension gegründet? Ich glaube, das ist jetzt schon fünf Jahre. Also die Idee ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, am Mike gegangen, Mike Stadt war es vor 5 Jahren dann in etwa. Okay. Also ihr habt ja im Prinzip nichts anderes gemacht, also nichts anderes in Anführungsstrichen, als einen ganz günstigen Versicherungsmantel, wenn ich mich nicht irre, so eine Art Nettotarif, eben um einen ETF- oder Fondssparplan gelegt, genau. Sodass eben der Clou ist, dass Anleger, die sagen, naja, ich möchte eh langfristig sparen, das eben innerhalb dieses Mantels machen können, dadurch in den Genuss der Steuerfreiheit, zum Beispiel der Gewinne und Dividenden bleiben, solange das im Versicherungsmantel bleibt und dann auch später bei der Ablaufleistung, wenn bestimmte Parameter eingehalten sind, wie bestimmtes Alter und Laufzeit, auch da von bei der Entnahme von Steuervereinfachungen oder Erleichterungen profitieren, aber eben nicht diesen großen Kostenblock haben, den eben andere Versicherungen haben. War das so richtig? Ja, das kann man so. Also die Idee war tatsächlich, also wenn man so jetzt 6 Jahre zurückdenkt, jetzt ist ja schon ein bisschen was passiert an Innovationen im, sagen wir, Lebensversicherungsbereich. Aber da war es tatsächlich noch viel, viel stärker, dass eben so der Berater nach Hause kommt. Ne? Und die Grundidee war tatsächlich, dort eine günstige Alternative anzubieten, die eben, ja, ich sag mal so ein bisschen das Airbnb der Rentenversicherung, ne? Die eben diesen Berater, der nach Hause kommt, irgendwie rauscuttet. Ja, und somit kann man natürlich extrem viel Kosten einsparen. Wenn man dann noch alles komplett digital anbietet, kann man wieder Kosten sparen, indem man die ganzen Prozesse eben so gut es geht standardisiert. Und so sind wir dann eben zu einem Produkt gekommen, also eine Altersvorsorge, dritte Schicht, eine private vorgebundene Rentenversicherung ist das eigentlich, wo man mit Fonds günstigen ETFs anlegen kann im Versicherungsmantel. Und wie du schon gesagt hast, sag mal, Dividendenausschüttungen werden ohne Steuer direkt wieder reinvestiert. Umschichten kann man ohne Steuer direkt im Mantel.
Und wenn der Vertrag dann mindestens 12 Jahre läuft und man 62 ist, dann kann man sogar das Geld mit Steuervorteilen aus dem Vertrag rausnehmen. Ne? Es wird dann über das sogenannte Halbeinkünfteverfahren besteuert. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war mal bei Dividenden seinerzeit auch der Fall. Die wurden ja grundsätzlich nach diesem Halbeinkünfteverfahren besteuert. Genau. Zu der Zeit, als noch Kursgewinne steuerfrei waren, nach einem halben bzw. dann einem Jahr. Richtig. Ja. Und wenn ich das zwischendurch auflöse, dann wird das quasi nachversteuert vermutlich, ne? Dann wird es einfach ganz normal versteuert, wie wenn du ein Aktiendepot auch auflöst, zum Beispiel. Okay. Ja. Genau. Das heißt, da sind wir ja bei der dritten Säule. Und ich sage mal, eine intelligente Variante der dritten Säule mit möglichst geringen Kosten. Ich meine, da habt ihr ja schon viele Punkte vorweggenommen, die ja mittlerweile so ja, Standard sind. Und was ich ganz interessant fand, dieses Jahr, und zwar in der Ausgabe 4 des Extra-Magazins, bei der Gelegenheit schönen Gruß an Markus Jordan und sein Team, den hatte ich nämlich auch mal im Interview, den Herausgeber, die hatten ein Interview mit deinem Geschäftspartner hier, Alberto Del Pozo, genau zu dem Thema. Und der hat in diesem Artikel nämlich auch eine ETF-Police, wie MyPension sie anbietet, genau so einer klassischen betrieblichen Altersvorsorge, auch in Fonds gegenübergestellt. Und wenn man wirklich sämtliche Effekte rausrechnet, eben auch solche Nachteile wie, dass die BAV in der Auszahlungsphase ja der Krankenversicherung unterliegt, und dass ich dann eben Rentenpunkt ja auch verliere dadurch, einen kleinen Nachteil habe ich da auch noch, dann steht man eben mit so einem günstigen Versicherungsmantel plus einem günstigen Inhalt unterm Strich besser da, trotz der teilweise üppigen Zuschüsse und Steuersparnisse und Abgabenersparnisse, die so eine BAV hat. Ja, das stimmt tatsächlich. Also du beziehst dich hier auf eine Studie, die wir zusammen mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge gemacht haben. Mhm. Ja, und dort haben wir einfach mal alle Schichten, die es so gibt in Deutschland, miteinander verglichen. Sei es Rürup, sei es Riester, sei es betriebliche Altersvorsorge und eben auch diese private dritte Schicht. Und das sagst du ganz richtig, was da eigentlich rauskam, ist... Also wenn es dich interessiert, kann ich gerne mal so ein bisschen darüber reden, klar, welche Schicht sich für wen lohnt vielleicht. Ja. Ich glaube, das interessiert ja die Zuschauer und Hörer auf jeden Fall auch. Ja. Also was man sagen kann zum Beispiel, Rürup lohnt sich ganz klar für Selbstständige, für sehr Gutverdienende. Da kann man Rürup durchaus tun, da ist das eine Empfehlung tatsächlich, kam direkt raus. Ich sage mal, für Geringverdiener etc. oder Normalverdiener ist Rürup eher ungeeignet. Dann, wenn man dann weitergeht in die zweite Schicht, zum Beispiel Riester. Ne, Riester lohnt sich eigentlich für fast niemand in diesem Vergleich. Es lohnt sich für genau eine Persona, sage ich mal. Und das sind wirklich Geringverdiener mit Kindern. Für die gibt es tatsächlich, muss man ganz ehrlich sagen, nichts Besseres wie Riester durch die ganzen Förderungen. Ne, man bekommt ja Förderung selbst noch für Ehefrau, für Kinder und so weiter. Dann der nächste in der zweiten Schicht ist ja die betriebliche Altersvorsorge. Und in der betrieblichen ist so ein bisschen ein besonderer Punkt. Man hat natürlich das Problem, wenn man kann die Beiträge steuerlich anrechnen, ja, bei der betrieblichen. Also ich verdiene brutto, dann gebe ich in die betriebliche Altersvorsorge etwas rein und dann habe ich weniger Steuern, bekomme aber auch weniger netto raus. So. Hat aber den Nachteil, ich zahle gleichzeitig auch weniger in die gesetzliche Altersvorsorge ein. Ja. Das heißt, meine gesetzlichen Rentenansprüche sinken. Das ist das erste Problem von der BAV tatsächlich. Das zweite Problem ist ein bisschen, und da spreche ich mehr so, wenn du zu deinem Arbeitgeber gehst, dann bietet er in der Regel eine Direktversicherung an. Das heißt, kommt irgendein Versicherer ins Haus und er bietet dir eine Police an. Und da hat man das Problem, man hat ja diese Beitragsgarantie, also der Arbeitgeber muss ja mindestens die Beiträge garantieren. Das heißt, der Arbeitgeber hat keinerlei Interesse daran, irgendein Risiko in diesem Vertrag zu haben. Verstehe ich. So. Würde ich auch nicht haben wollen, klar. Ja, genau. Führt aber dazu tatsächlich, dass du in der Regel einen Vertrag bekommst, der nur eine ganz, ganz, ganz geringe Aktienquote hat, wenn überhaupt. Ne? Und damit hast du irgendwie eine Rendite über die nächsten Jahre irgendwie von, keine Ahnung, lass es mal 1-2% sein. Ja. Ja, wobei es ja einige gibt, die bieten so Topflösungen an, dass im Prinzip angespart wird, das, was eben als Garantie
ja, letztendlich zurückbehalten werden muss. Und quasi der Überschuss, der geht dann in rentierlichere Sachen wie eben Aktien. Und ich glaube, da ist ja aktuell das Problem, eben weil die Zinsen ja faktisch null, teilweise negativ sind, bleibt ja ganz, ganz, wenn überhaupt, ein Überschuss, der investierbar ist. Also der tendiert ja gegen null, ne? Also deshalb sage ich, die Aktienquote ist so gering, weil deshalb hast du gar keine Chance, eigentlich eine richtige Rendite außerhalb dieser Beitragsgarantie zu wirtschaften. Und der dritte Punkt natürlich, der immer, aber das hat man bei Versicherungen ja oft, dass eben die Produkte gezielmert sind. Ne? Das heißt, die Kosten sind, also Zielmarung, weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Zielmarung heißt eigentlich, ich habe einen Vertrag und den schließe ich ab. Und der Berater oder Makler bekommt eben eine Provision. Und was wird da gemacht? Es wird hochgerechnet quasi, der Vertrag hat 30 Jahre Laufzeit. Wie viel Beitrag zahlt der Kunde über diese 30 Jahre ein? Und der Berater oder Makler bekommt dann eben eine Provision von dieser Gesamtsumme, die über die Laufzeit eingezahlt wird. Ist ja eigentlich alles, also die müssen auch leben, ist ja alles okay. Das Problem ist nur, dass diese Provision wird über die ersten 5 Jahre verteilt an den Berater ausbezahlt oder den Beiträgen entnommen. Der kriegt sofort, aber über die ersten 5 Jahre wird die Provision entnommen. Das heißt für dich, wenn du irgendwie 100 Euro in den Vertrag gibst, dann kommt eben nicht 100 Euro als Anlage an, sondern je nach Provision vielleicht nur 80 oder sowas. Das heißt aber, schon allein die 20 Euro, die da fehlen von den 100 Euro, musst du ja erstmal verdienen. Ne? Klar. Also das heißt, du bist die ersten 5 Jahre eigentlich immer im Minus und dann hast du noch keine Aktienanlage. Dann frage ich mich, also wie soll sich das lohnen? Ich persönlich mache das auch nicht, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Jetzt hast du ja gesagt, was sich für wen lohnt. Das gilt jetzt natürlich unter rein abstrakt mathematischen Vorgaben. Weil zum Beispiel, was mich persönlich, also weswegen ich persönlich niemals einen Rürup-Vertrag abschließen würde, wäre eben diese völlige Inflexibilität, dass ich eben zwangsweise das Ganze später verrenten lassen muss. Und es gibt ja noch weitere Restriktionen. Ich kann es ja auch nicht vorzeitig beenden. Und ich glaube, vererbbar ist es ja auch nur unter engen Rahmenbedingungen. Ja. Und da sind ja so viele Einschränkungen im Prinzip meiner Eigentumsrechte, dass ich sage, nee, also einfach von meiner persönlichen Präferenz her möchte ich das ja nicht. Ja, und das ist auch, sorry, ich bin wieder, mir passiert so oft, dass ich abschweife. Nein, alles gut. Aber, für wen lohnt sich? Deshalb haben wir dann gesagt damals bei MyPension, also wir haben das ja auch alles untersucht, was lohnt sich denn tatsächlich für den Kunden oder wo habe ich die Flexibilität und wo kann ich auch wirklich 100% in diese Aktien investieren? Und bei uns ist eigentlich rausgekommen, es geht nur mit der dritten Schicht eine private Altersvorsorge vorgebunden. Ne? Und haben wir gesagt, okay, was muss man dann tun? 100% in Aktien anlegen, so kostengünstig, wie es nur geht, keine Zielmarung. Und der Rest regelt der Aktienmarkt für dich dann über eine lange Zeit. Ne? So. Der große Vorteil dieser Lösung ist, so eine Art der Versicherung braucht ja keine Garantie abzugeben. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu einer Riester-Rente. Ich meine, da gab es ja auch ähnlich positionierte Anbieter, die wirklich mit Nettotarifen sehr günstig eben auch ja, die Möglichkeit boten, die Riester-Beiträge in ETFs zu sparen. Allerdings hat denen ja dann im Prinzip die Garantiezusage das Genick gebrochen, letztes Jahr im Frühjahr, weil die dann eben zum schlechtesten Zeitpunkt ausgestiegen sind, weil es ihnen dann zu heiß wurde, was ja aus der Logik des Anbieters heraus verständlich ist, um eben die Garantien aufrechterhalten zu können. Und da sind ja auch entsprechende Produkte vom Markt verschwunden. Leider muss man sagen, weil das wäre ja vermutlich noch so die akzeptabelste Form gewesen. Aber einer solchen Lösung, vor allem, weil man natürlich dann solche Tricks machen kann, irgendwie das Alter hochsetzen, Auszahlungsalter irgendwie auf ich glaube, maximal 85 geht das. Ne? Dann habe ich, damit ich möglichst lange einen hohen Aktienanteil habe, weil dann natürlich die Garantierücklagen geringer ausfallen müssen, als wenn ich ein Renteneintrittsalter von irgendwie 62 angebe. Aber diese Restriktion habt ihr ja nicht mit MyPension, weil es ja eben im Prinzip eine freie Anlage ist. Und tatsächlich, ja. Also wie du hast angesprochen, Riester, diese Beitragsgarantie, die dort dann das Genick gebrochen hat, ne? Ja. Aber das hat man in der dritten Schicht, hat man das alles nicht. Da kannst du, also wir geben genau eine einzige Garantie ab. Und das ist eben, was wir ganz zu Beginn angesprochen hatten, diesen garantierten Rentenfaktor.
Ja, also wir sagen, Kunde pro 10.000 Euro, die du verrenten lässt, zahlen wir dir eine monatliche Rente bis ans Lebensende von X. So. Und diese Garantie oder diese Rentenfaktoren sind einfach abhängig vom Geburtsjahr, wann die jeweilige Person geboren ist. Und das war's. Ja, und da sind wir jetzt ja beim Punkt. Denn, wie du ja gesagt hast, auch bei MyPension ist ja so, dass also ich die absolute Mehrzahl sage, nee, ich möchte keine Rente haben, sondern ich möchte den Betrag auf einmal ausgezahlt bekommen. Ja, das ist so ein Zwischending tatsächlich. Also die Erfahrung sagt, weil Ansparen im Versicherungsmantel an sich kann ja durchaus Sinn machen. Ne? Ja, klar. So, und viele sagen zum Beispiel, wie du gerade angesprochen hast, man kann ja theoretisch den Rentenbeginn auf 85 hochsetzen. Ja. Dann bleibst du in dieser Ansparphase drin. Du kannst aber steuerbevorteilt ab 62 in der Rentenversicherung Entnahmen tätigen. Ja. Ja, also sobald diese 1262-Regel erfüllt wird, kannst du Geld rausnehmen, also bei MyPension zumindest. Und theoretisch könntest du dann einfach bis 85 jedes Jahr immer ein bisschen was rausnehmen und davon leben. So. Mhm. Klar, mit 85 ist dann eben Schluss. Dann muss die finale Entscheidung her, wenn man da noch lebt. Ne? So sage ich mal. Ich hoffe doch, aber die Sterbetafeln sagen tatsächlich was anderes im Durchschnitt. Okay. Genau. Richtig. Und spätestens dann, wenn ich tatsächlich eine Auszahlung habe, dann habe ich ja genau, oder dann stehe ich ja genau vor dieser Herausforderung. Ich habe halt ein, ja, sagen wir mal, ein Batzen Geld. Ja, das ist ja jetzt, erstmal ist ja unerheblich wie viel, aber ich muss mich ja dann im Prinzip selber um die Verrentung kümmern. Also im Prinzip das, was vorher ein professioneller Finanzdienstleister gemacht hat, muss ich jetzt selber machen. Ja. Und da gibt es natürlich in finanzinteressierten Kreisen eine ganz berühmte Regel, nämlich die 4%-Regel, diese sogenannte Trinity-Studie aus den 90er Jahren, ich glaube aus dem Trinity College, daher kommt der Name, die mal ermittelt haben, ja, mit einer an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird eben ein Kapitalstock bestehend aus 60% Aktien und 40% Anleihen, ja, sage ich mal, bunt gemischt, also ordentlich gestreut, nicht verzehrt, sofern ich pro Jahr höchstens 4% entnehme. Nun sind die 90er Jahre ja auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und seitdem hat sie einiges getan. Vor allem natürlich auf der Rentenseite sind ja, hatten wir schon, die Zinsen gen Null gelaufen. Das heißt, ich stehe ja vor völlig anderen Herausforderungen als eben noch in den 90er Jahren, wo ich dann eben tatsächlich noch irgendwie meine, weiß ich gar nicht, ja, 4-6%, je nach Land, auf solide Anleihen bekommen habe. Und ja, da hast du dir dann überlegt, naja, wie kann man Menschen unterstützen, die eben tatsächlich nicht nur Do-it-yourself-Investor, sondern letztendlich auch Do-it-yourself-Verrenter sind. ja, wie, was kann ich denen für ein Werkzeug an die Hand geben, um genau das genauso professionell wie eine Versicherung zu machen? Ja, nee, genau. Also schön, dass du es ansprichst. Also tatsächlich, ich habe ja bei MyPension auch viele Gespräche mit Kunden geführt und alle sagen immer, hey, Anlagenversicherungsmantel verstanden, das ist eine gute Sache, mache ich. Aber alle sagen auch, wie eine Rente werde ich nicht nehmen. Ja, ich nehme dann das Kapital. Finde ich ein bisschen schade, weil die Leute sparen ja eigentlich fürs Alter an. Wenn man jetzt fürs Alter anspart, du hast angesprochen, gab es ja diese Trinity-Studie, die eben, ist ja eigentlich nichts anderes wie ein ganz schnöder, sag ich mal, dummer 4% Auszahlplan. Und ich finde, die haben super tolle Pionierarbeit geleistet. Das ist hochinteressant. Aber wie du schon sagst, für heute vielleicht ein bisschen, je nachdem, zu einfach. Ne? Also ich nenne es immer das so ein bisschen der Trabant der Auszahlstrategie. Ne? Also funktioniert, man kommt von A nach B, aber ohne ABS, Airbag und sonstige Sicherheitsmechanismen oder Komfort. Und ich habe mich da lang mit beschäftigt. Und da gibt es in Deutschland tatsächlich nur sehr, sehr wenig drüber. Also es gibt von der Universität Mannheim im Behavioral Finance Institute, da gibt es tatsächlich eine Studie, die die mal gemacht haben. Vermutlich von Professor Weber. Genau, korrekt. Ja. Und, aber auch da, also das ist schon interessanter, aber auch das, finde, war meine Meinung, steckt relativ in den Kinderschuhen. Ne? Da kommt ein bisschen Dynamik dazu, ja. Aber das ist jetzt weit entfernt von irgendeinem Automatismus, wo man sagen kann,
hey, da gibt es irgendwie einen intelligenten Algorithmus dahinter und der tut meine ganzen Bedürfnisse, die ich als Mensch habe oder auch ändernde Lebenssituationen, kann ja sein. Ne? Das wird alles nicht beachtet. Und da habe ich dann gedacht, okay, da muss man was tun und habe mich dann mit einem kleinen Team hingesetzt und habe angefangen, dann so eine KI-basierte Entnahme-Algorithmen zu entwickeln quasi. Ja. Und wie sieht der Kern dieses Algorithmus aus? Also was ist so die, ja, was ist letztendlich das Konzept dahinter? Ja, also die, wir fahren das so, versuchen da so ein bisschen wissenschaftlichen Ansatz zu fahren, also wirklich alles komplett datenbasiert. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe ja bei einer Entnahme gewisse Risiken. Ne? Mhm. Ein Risiko, haben wir schon oft darüber gesprochen gerade, ist die Lebenserwartung. Ne? Die ist halt da, die kann man nicht wegdiskutieren. Das heißt, ja, wie alt werde ich? Kann man aber mit Sterbetafeln, realistischen Sterbetafeln, ja, mit einkalkulieren in so einen Algorithmus. Dann habe ich gewisse Risiken wie Währungsrisiken, aber die kann man in der Anlage, sage ich mal, wegrationalisieren, wenn man das möchte. Und das dritte Punkt, und das finde ich eigentlich so die mit der wichtigste Punkt, ist das Anlagerisiko selbst, also das Portfolio selbst, was ich habe. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses sogenannte Sequence of Return Risiko. Auf Deutsch auch, glaube ich, wie ist das, Reihenfolge, Entnahmerisiko? Ich glaube, ja, genau. Genau. Also es geht darum, genau, dass das Timing-Risiko, wenn man so schön sagt. Ne? Ja. Das heißt eigentlich, das Risiko, dass ich einbrechende Renditen habe, genau zum falschen Zeitpunkt, wenn ich eigentlich anfange zu entsparen. Genau. Wenn man nämlich eine geometrische Reihe hat, das kennen wir aus der Schule, dann ist ja eigentlich egal, ne, im Prinzip in welchem Jahr ich welche Rendite habe, das nimmt sich ja nichts, ne? Kann ich ja alles austauschen. Das Problem ist aber, wenn ich natürlich entnehme, dann habe ich natürlich weniger Kapital, gerade dann, wenn es eben runterwärts geht, also wenn die Kurse, also wenn die Rendite negativ ist, dann habe ich natürlich, die Basis wird ja weniger, von der ich aus wieder hochgehen kann. Und das macht es natürlich immer schwerer. Und daraus resultiert dieses Rendite-Reihenfolge-Risiko. So ist es, glaube ich, richtig auf Deutsch. Also und genau. Also man kann sich das eigentlich genau umgekehrt vorstellen. Wenn man anspart, möchte man ja quasi, dass mein Aktienkurs höchstmöglich steigt, möglichst günstig ist und kurz vor Rentenbeginn soll er natürlich steigen. Also ich möchte günstig möglich einkaufen und teuerst möglich verkaufen. Richtig. Und beim Entnahmeplan ist eigentlich genau umgekehrt. Also ich möchte teuerst möglich verkaufen, quasi. Ne? So, ja. Das Schlimmste ist ja, wenn ich in einem Crash verkaufen muss, Anteile, ja, weil ich dann im Prinzip die günstig raushaue und somit natürlich dann auch weniger Kapital und damit eine geringere Basis habe, von der aus ich selbst mit hohen prozentuellen Steigerungen eben das Ganze wieder vermehren kann. Ne? Genau. Ja. Und was wir da machen, wir fahren da einen anderen Ansatz quasi. Also Beispiel bei MyPension machen wir es ja so. Zum Anfang hat der Kunde eine 100% Aktienquote. Ja. Und je näher er dem Rentenbeginn kommt, zum Beispiel gibt es diese Umschichtoption, dass man dann sagt, okay, zum Schluss hat man nur noch 30% Aktien und 70% Anleihen. Ja? Das ist aber eine Option, das ist keine zwingende Vorgabe. Option, genau. Und im Optimalfall ist tatsächlich so, man sollte... Also die Quote an sich muss jeder dann für sich selbst bestimmen und es muss der Algorithmus bestimmen. Ja. Aber ich sage mal, theoretisch ist der optimale Weg. Ich beginne mit der Rente und habe dann eben eine relativ hohe Anleihenquote und dann über die nächsten 5 Jahre fange ich wieder an, Schritt für Schritt die Aktienquote wieder zu erhöhen. Ne? Also ich habe so einen Bauch quasi, ne, zwischen Aktien und Anleihen. Weil, was der Algorithmus natürlich auch macht, der macht einmal ein historisches Backtesting, aber der macht auch eine Monte-Carlo-Simulation dazu. Ja? Ja. Also mein Case. Genau, magst du noch mal kurz sagen, was eine Monte-Carlo-Simulation ist? Ja, okay. Also Monte-Carlo heißt eigentlich, ich habe Daten wie eine historische Rendite oder historische Schwankung von meinen Aktien oder Fonds, was auch immer. Ne? Und diese historischen Daten kann man nehmen und in einen Algorithmus werfen, sage ich mal. Und dann werden aus diesen historischen Daten eben, dann kommt so eine gaussche Glockenkurve raus, ne, werden eben 10.000 Simulationen durchgeführt. Und zum Schluss kann ich dann eben sagen, wenn ich diese Strategie fahren würde innerhalb
dieser 10.000 Simulationen, wie viel Prozent wäre erfolgreich und wie viel Prozent wäre gescheitert. Das heißt, Monte Carlo Simulation, ich nehme quasi die realen Daten und variiere die in dem Fall eben 10.000-fach und lasse das dann eben durchlaufen, um zu gucken, was dann passiert wäre, wenn eben diese Variante tatsächlich eingetreten wäre. Genau. Und was man damit natürlich wunderschön abdecken kann, ist eben dieses Sequence of Return-Risiko. Das heißt, ich bin am Anfang meiner Entnahme und direkt am Anfang habe ich einen Kurseinbruch. Ja, das ist quasi der Worst Case, der bei einem Entnahmeplan passieren kann. Und jede Simulation zeigt, wenn das passiert, dann ist in 99% aller Fälle der Fall, dass es schief geht. Wenn ich ganz am Anfang, also blödste Beispiel, wenn ich 2000 damals angefangen hätte mit einem Entnahmeplan, ne, bin 100% in Aktien, Worst Case geht schief. So. Genau, das wird ja so ein bisschen vergessen, finde ich immer wieder. Und ich meine, 2000 ist jetzt nicht so lange her, dass ich ja dann wirklich 12 Jahre gebraucht habe, selbst ohne irgendeine Entnahme, bei 100% Aktienquote, bis ich wieder in etwa da war, wo ich dann 2000 stand. Ne? Ja. Und das ist schon brutal. Ja, genau. Und genau um das zu umgehen, entwickeln wir dann Algorithmen, wo man sagen kann, man macht so eine Art Anlaufmanagement. Also ein Ablaufmanagement Reverse, ne, sag ich mal. Ja, klar. Ja, genau. Das heißt, in dem Programm kann ich dann zum Beispiel auch ein konkretes Portfolio eingeben. Ich kann dann sagen, so ein Klassiker, 50% MSCI World ETF, dann weiß ich nicht, nochmal 10% Emerging Markets ETF und dann sagen wir noch 40% einen global Doppel-A, Triple-A Anleihen ETF. Und den Mix kann ich dann eben Monte Carlo simuliert oder eben tatsächlich im Backtest, weil Backtests ja meiner Meinung nach immer so eine etwas gefährliche Sache sind. Ja. Deswegen finde ich gut, dass ihr auch Monte Carlo Simulation mit dabei habt. Kann ich dann einfach testen, was erwartet mich mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Genau, das entwickeln wir tatsächlich alles gerade. Auch da, wir wollen das alles wirklich wissenschaftlich machen. Deshalb sind wir auch gerade auf der Suche oder damit nach Studienteilnehmern zum Beispiel. Also wenn jemand Interesse hat, sein Portfolio auf Entnahmefähigkeit testen zu lassen, kann er sich gerne bei mir melden. Das ist ein super Angebot. Ja. ganz kostenfrei und wir können ihm dann da eine Auswertung machen, wenn wir dann die Daten natürlich nutzen dürfen zur Verbesserung der KI. Aber genau das tun wir, ja. Okay. Und Und am Ende soll dann ein fertiges Produkt stehen? Soll es dann eine Plattform sein, wo sich dann Nutzer registrieren können und dann einloggen können und dann quasi ihren Plan dort einstellen und dann eben berechnen lassen und dann optimieren können? Oder soll das am Ende dann auch direkt mit dem Depot gekoppelt sein, dass die entsprechenden Dispositionen automatisch vorgenommen werden? Was ist so das Ziel, was ihr da so habt? Also ganz im Sinne des Lean Startups, sage ich mal, ne, als Entrepreneur. Das hängt natürlich immer von den Wünschen des Kunden ab. Ja. Aber meine langfristige Vision ist tatsächlich schon, also ich würde das gerne auch den Selbstentscheidern zur Verfügung stellen. Ne? Und dass da jeder sein eigenes Depot reinladen kann, sage ich mal, und darüber dann einen Entnahmeplan simulieren kann. Die Grundidee ist vielleicht, dass wir einen Fragebogen haben. Dort gibt der Kunde seine Bedürfnisse ein. Keine Ahnung, wenn er eine staatliche Rente hat zum Beispiel, dann kann man ja sagen, er ist damit einverstanden, dass die Entnahme schwankt. Ne? Ja, klar, logisch. So, dass man auch Lebensparameter mit dabei hat. Genau, und je nachdem gibt es nämlich auch andere passende Algorithmen dazu, die für den Kunden eben passen. Ja, und klar, Optimalfall wäre, dass wir dann sagen, wir übernehmen oder man knüpft an ein vorhandenes Depot an und bekommt die Parameter über eine Schnittstelle dann einfach geliefert und dann wird eben gekauft, verkauft, je nachdem, was eben gerade gemacht werden muss. Gut, klar. Ich meine, wenn das Ganze dann optimiert wurde und der Rechner dann ausspuckt, weiß ich nicht, Optimum für die Vorgaben ist, ETF 1, 40%, ETF 2, 30% und ETF 3, 30%. Dann kann ich das natürlich auch manuell heutzutage ja recht schnell umstellen. Ja, wobei, da hast du recht, ja. Also man kann es tatsächlich manuell machen. Ich finde aber tatsächlich, weil, was viele übersehen, dieser Entnahmeplan, der ist ja immer nur gültig für den jetzigen Zeitpunkt, wo ich ihn simuliere. Ja?
Das heißt aber zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Sequence of Return Risk, das ist eben nicht eingetreten innerhalb der ersten 5 Jahre zum Beispiel, dann kann ich meine Entnahmerate weit, weit stärker erhöhen, als wenn es eingetreten wäre zum Beispiel. Ne? Und deshalb muss man eigentlich immer auch wieder eine Anpassung machen von diesem Entnahmeplan. Stimmt. Ja. Alle 1, 2, 3 Jahre auf jeden Fall. Ne? Und die Zielkunden sind aber schon Privatanleger. Das sind jetzt nicht Anleger oder ne, was heißt aber oder institutionelle Organisationen beziehungsweise Investoren wie weiß ich nicht Banken, Versicherungen, die das dann integrieren in ihre Lösungen. Beides. Okay. Beides, ja. Genau. Also es ist mir ein bisschen so eine Herzensangelegenheit. Ich möchte das schon auch öffnen für den Endkunden. Ne? Ja. Einfach für diesen Selbstentscheider, der es einfach selber machen will, weil ich das ist so hochspannend. Und, ja, zweifellos. Muss man auch sagen, also das tatsächlich liegt ja eigentlich auch nahe, dass tatsächlich die Segnungen der modernen IT genau dafür zu verwenden, aber gibt es ja eben bisher noch nicht. Ne? Sondern man gibt sich dann eben ab mit Trinity-Studie und mit diesen Faustformeln. Ich meine, funktioniert vielleicht auch. Ich selber feiere eigentlich einen komplett anderen Ansatz, dass ich sage, naja, ich decke das eben über Dividenden ab, aber das ist ja wieder eine ganz andere Hausnummer und natürlich von der Ausrichtung was anderes. Ja? Und sicherlich gibt es viele Anleger, die sagen, genau sowas benötige ich auch vielleicht so ein bisschen für die eigene Sicherheit, die mir dann auch tatsächlich hilft und vor allem dann auch dieses Do-it-yourself nicht nur in der Anlagephase, sondern eben auch in der Verzehrphase dann weiter fortzuführen. Ne? Da würde mich mal interessieren, mal eine Frage an dich, wenn ich das stellen darf. Klar. du fährst ja Hochdividendenwerte komplett. Hast du nie darüber gedacht, das tatsächlich, sage ich mal, in eine einfache Entnahmevariante zu bringen? Also wir hatten ja zum Beispiel vor 2 Jahren, glaube ich, hatten wir auch mal ein Gespräch. Ja. Ich habe ja auch ein bisschen ein Hochdividendendepot parallel. Aber ich muss sagen, ich habe das immer weiter zurückgefahren. Warum? Weil mich einfach der Aufwand echt stört. Ich muss eine Steuererklärung machen, dann bin ich bei einem ausländischen Broker, weil ich die in Deutschland nicht kaufen kann und so weiter. Und dieser ganze Aufwand, irgendwann habe ich gesagt, es ist echt cool, aber A, der Aufwand nervt mich und B, wenn ich dann die Kurse wirklich mal verglichen habe, 1:1 mit einem ganz schnöden Welt-ETF, dann war tatsächlich die Rendite hier und da doch schlechter als mit diesem ganz dummen ACWI-ETF zum Beispiel. Ja, der Punkt ist natürlich der, also ich habe hier natürlich das Ganze auch aufgeteilt in offensiven und defensiven Bereich. Also ich fahre ja nicht mit einer 100% Aktienquote, sondern tatsächlich auch mit Instrumenten, die dann eher defensiv orientiert sind. Ich habe das Ganze dann natürlich nochmal ergänzt um Derivate-Anteil, der ja auch einkommensorientiert ist. Und ehrlich gesagt, wenn es einmal aufgesetzt ist, also ich kenne eigentlich keine Anlage, die so wenig wartungsintensiv ist, wie dann ein gut aufgesetztes Dividendenportfolio, weil das wird ja alles automatisch verbucht. Die Steuer, hast natürlich recht, ich muss einmal im Jahr eine Erklärung machen, aber durch das Reporting des Brokers, also kostet die Übertragung der Zahlen, wenn man weiß, wo sie stehen, wo man sie übertragen muss, keine 5 Minuten. Ja? Also das geht ratzfatz. Also klar, man kann sich natürlich mit allem, aber das ist mit allem, ne? Da kann man sich natürlich viel Arbeit machen. Ne? Das ist ja schön an den Finanzen und dann Excel. Ja. Da kann man natürlich auch viel überoptimieren, aber man kann es eben auch ganz, ganz schlank halten. Und natürlich, dass jetzt Dividendenstrategien die letzten Jahre schlechter performt haben als jetzt, sage ich mal, so ein schnöder ACWI, liegt natürlich auch daran, dass natürlich alles, was so Tech und Wachstum ist, dort unterrepräsentiert ist. Ja. Ob das jetzt die nächsten Jahrzehnte so bleibt, sei mal dahingestellt, oder ob sich das wieder umkehrt. In den Jahren 2000 bis 2010 beispielsweise war es halt eben umgekehrt. Da war es ja ein großer Vorteil, eben genau diese Werte im Depot zu haben, weil es eben gar nicht in Anführungszeichen auch so schlimm war, dass es dann wirklich über Jahre runterging. Und das, wie gesagt, das ist ja eine Erinnerung, die komplett oder nahezu komplett in Vergessenheit geraten ist, ne? Und dass man eben auch mal nicht hier irgendwie 3 Monate früher 2020, sondern wirklich mal 12 Jahre aushalten muss. Und solche Zeiträume gab es in der Vergangenheit immer wieder. Die 1970er Jahre waren ja auch so ein Fall, wo ich ja wirklich, wirklich massiv schlechte Realrenditen am Aktienmarkt hatte, von, ich glaube, 69 bis 82.
wo ich ja 50% real verloren habe. Ja? Also durch die hohen Inflationsraten ist das nur nicht so, sieht man das nicht in den Zahlen. Ja? Aber real wirklich 50% verloren, selbst mit einem breit diversifizierten Weltportfolio. Und da spielen natürlich dann so Dividendentitel, vor allem wenn es Zahler sind, die ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell haben, natürlich ihre große Stärke aus. Ne? Das stimmt, ja. Dann vielleicht wäre das auch echt hochinteressant, wenn man so eine Mischung, müsste man vielleicht mal untersuchen, so eine Mischung zwischen Aussammlern und Dividendenwerte als Sicherheitsanker. Das wäre wahrscheinlich interessant. Ja, ne? Also ich meine, es steht ja natürlich auch jedem frei. Ich meine, ich habe ja auch nicht nur mein Dividendendepot, ja, oder nicht nur mein Optionsdepot, sondern auch ein kleines Spieldepot da, und ein Spardepot. Also da kann man natürlich verschiedene Sachen auch kombinieren. Na klar. Ja. Aber ja, du hast recht, gerade diese 50% Verlust. Ne? Wenn man da jetzt diesen schnöden 4% Trinity fährt, je nachdem, dann... Ja, vor allem ist dann auch eine ganze Generation ja betroffen. Das ist ja nicht irgendwie... ich glaube, wer sich da ausgibt. Und vor allem, man muss ja auch überlegen, also man muss ja nochmal sich in die Stimmung zurückversetzen, der ausgehenden 90er Jahre. Ja, also das war ja ein Börsengoldrausch, den man sich heutzutage nur noch schwer... Also es war ja schlimmer als heute, ja, wo man... wo die Bild dann auch titelte Reichtum für alle und im Prinzip so ein bisschen wie Ende der 20er Jahre, wo dann auch die führenden Ökonomen gesagt haben, ja, wir sind auf einem dauerhaft hohen Kursniveau und alle werden reich. Ja, und mit dieser Erwartungshaltung auch zu sagen, so, und jetzt gehe ich in Rente und dann aber früher 2020 und dann implodiert das Ganze, das ist natürlich dann auch schon bitter. Ne? Also nicht nur monetär, sondern auch ja letztendlich ja von den, also die psychischen Kosten, die ich dann auch noch tragen muss, ne, mit sowas. Ja, ja, also auch, ich finde auch tatsächlich, also meiner Überzeugung, Aktienanlagen sind die beste Altersvorsorge, die man tun kann. Aber man muss sich auch tatsächlich ein bisschen damit beschäftigen. Ne? Und auch, ich finde ganz klar, diesen Auszahlplan zum Beispiel, der, ich würde den jetzt nicht empfehlen für irgendjemanden, der null finanzaffin ist oder sowas, ne, der sich gar nicht damit beschäftigt. Die Risiken, die auch so einen Auszahlplan haben, muss man wissen, muss man kennen. Man kann die so gut wie es geht rausrechnen, aber ein Restrisiko bleibt immer. Egal, natürlich, was man tut. Ne? Klar, aber das ist übrigens auch so, dass das letzte Argument von den BAV-Verkäufern, die dann sagen, naja, aber für denjenigen, ja, der jetzt überhaupt nichts von Finanzen weiß und überhaupt nicht sich damit beschäftigen will, ist das auch immer noch besser, als wenn der gar nichts macht. Ja. Das ist die große Frage. Sei einfach mal dahingestellt. Ja. Ja, aber umso schöner ist tatsächlich genau, dass du genau in diese Lücke gestoßen bist. Und ja, wie gesagt, wir haben uns ja schon öfter mal drüber unterhalten und deswegen fand ich, war es mal Zeit, das auch hier einer Öffentlichkeit kundzutun, vor allem eben kombiniert mit dem Angebot. Ja, jetzt kann man sagen, als Beta-Testkunde das Ganze mal ja, mitzugestalten oder daran mitzuwirken. Wenn jemand Interesse hat, wo findet man weitere Informationen zu deiner Person und zu dem Projekt beziehungsweise zu der Plattform, die er da plant? Weil die ist ja noch nicht fertig, habe ich jetzt richtig gesagt. Genau, die ist aktuell noch alles im Entstehen. Also für vielleicht zwei Dinge. Eins, vielleicht hört ja wirklich mal ein B2B-Hörer zu. Bestimmt. Oder ein Seher von Versicherern oder Banken. Also auch da können wir gerne helfen, per API das anzubinden. Wenn da jemand Interesse hat, dann bitte auf www.3pace.dev, also 3pace.dev. Für die B2B-Kunden, für die Hörer, die hier aus dem privaten Bereich kommen, ne, da können Sie gerne mal auf growfinance.de gehen und dort auch gerne growfinance.de/Entnahmestudie. Wenn jemand Interesse hat, da mitzumachen, Daten zu liefern, ich würde mich unheimlich freuen. Und als Belohnung gibt es dann auch tatsächlich eine Auswertung vom eigenen Depot dazu. Ja, sehr schön. Die ganzen Adressen packe ich natürlich in die Notizen zum Podcast bzw. Video. Geht nichts verloren an Informationen. Wunderbar. Also ich sehr hoffe, schön. Es war okay. Ich war sehr nervös, muss ich sagen, mein allererster Podcast. Ach, hat man überhaupt nicht gemerkt. Aber hat Spaß gemacht, Luis. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und in absehbarer Zeit gerne wieder, wenn das Projekt fortgeschritten ist, vielleicht sogar dann an den Start gegangen ist und ja, sich ein Stück weit vielleicht etabliert hat in der Finanzlandschaft, dann würde es mich freuen, dich hier wieder begrüßen zu können und ja, von dieser praktischen Umsetzung dann zu berichten. Sehr gerne, jederzeit.
Johannes, war mir eine Freude. Ich wünsche dir, deinem Team, ja, viel Erfolg, alles Gute und bis dahin. Dankeschön. Tschüss, Luis. Tschüss.